Willkommen im Freilichtmuseum Ballenberg. Wir sind eine kulturvermittelnde Institution. Die Seilerie ist ein Gebäude, das im Unterägeri einem Neubau weichen musste. Und wir haben das Glück, dass man sie hier wieder aufbauen konnte. Ich bin Walter Traufer und bin der Vorsitzende der Geschäftsleitung. Jetzt sind wir hier am Ausbau von der Seilerie. Die ist gut 50 Meter lang, ist über 100-jährig. Hier hat man Hanfseil machen können. Das heisst 50 Meter Länge. Wenn man aber ein längeres Seil braucht, dann hat man einfach die Türen aufgetan und ist nachher noch raus ins Freie gegangen. Die Realisierung von so einem Objekt ist recht kostspielig. Wir werden von verschiedenen Seiten unterstützt, unter anderem auch von Swisslos.